die Zahl der Flüchtlinge in unserem, die im Moment weltweit unterwegs sind, auf der Flucht sind, beläuft sich auf über 60 Millionen Menschen. Diese Anzahl ist noch nie so groß gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg. Furchtbare Kriege, Vertreibung, vor allem in Afrika, Nah- und Fernost, Menschenrechtsverletzungen und diktatorische Regime, extreme soziale Armut und Ausgrenzung und Verelendungsprozesse sowie Umweltzerstörung zwingen immer mehr Menschen auf unserer Erde zur Flucht. Wir sind ein Stück stolz und froh darüber, dass viele Menschen in unserer Stadt so deutlich zum Ausdruck bringen, ja, Flüchtlinge sind hier willkommen. Wir merken, dass an vielen Stellen, dass Menschen sich engagieren und bereit sind, das, was sie tun können, wirklich auch für die Flüchtlinge zu tun. Und das macht uns auch ein wenig stolz und glücklich, dass diese Bewegung durch diese Stadt geht, dass wir diese Bewegung auch in unseren Gemeinden spüren. Damit unsere Stadt so bleibt, ist es wichtig, auch klar zu haben, dass es in dieser wichtigen Frage der Flüchtlinge kein Ja-Aber gibt, sondern dass wir eine klare Position beziehen müssen, dass wir, wo wir auch herkommen, klar und deutlich sagen müssen, diese Menschen sind in unserer Stadt willkommen und wir erteilen allen eine Absage, die da anders reden, die Ängste machen, die Hass schüren und Zwietracht bringen. Lassen Sie sich nicht provozieren, begehen Sie keine Straftaten. Straftaten begehen ja in der Regel sowieso immer nur die anderen. Wenn man sich die hasserfüllten Gesichter auf der Gegenseite ansieht, meine Damen und Herren, dann kann ich nur sagen, dann bin ich froh, dass ich Sie hier alle um mich herum habe. Sie sind freundlich, Sie sind Menschen, die noch Spaß haben am Leben, was man sicherlich von einigen von der Gegenseite nicht sagen kann. Und was ist im Vorfeld dieser Veranstaltung wieder über uns gehetzt worden? Wir seien Rassisten, Fremdenfeinde. Und warum? Weil wir es gewagt haben, eine Veranstaltung unter dem Motto Ja zum Asylrecht, Nein zum Asylmissbrauch anzumelden, meine Damen und Herren, das steht im Grundgesetz so. Ich bin ganz gelassen geworden in den letzten Wochen, in den letzten Monaten und in den letzten Jahren. Es ist mir mittlerweile egal, was diese Herrschaften da machen. Nein, es ist mir nicht nur egal, es ist mir sogar scheißegal. Und das werde ich auch noch weiter steigern. Ich sage, scheiß drauf, nein, es ist nur einmal im Jahr. Ganz Deutschland ist sich der einer Meinung, dass das Hauptproblem zurzeit und schon seit einigen Jahren die sogenannte Asylantenflut ist. Die Gutmenschen nennen es Flüchtlingsproblem, sind aber genauso der Meinung, dass das das beherrschende und alles überschattende Problem Deutschlands ist. Wir thematisieren die Problematik, indem wir sagen Ja zum Grundrecht auf Asyl, Nein zum Asylmissbrauch.
Wir fordern, dass sämtliche Bürger, Menschen aus EU-Staaten keinerlei Anrecht hier haben, hier einen Asylantrag zu stellen. Der Antrag darf gar nicht angenommen werden. Diese Menschen dürfen hier keinerlei Sozialleistungen bekommen, denn sie kommen aus EU-Mitgliedstaaten. Zweitens, sämtliche Bürger oder Menschen, die Bürger von EU-Beitrittsländern sind, für die gilt das Gleiche. An erster Stelle nenne ich natürlich die Türkei. Wenn sich herausstellen sollte, dass in diesen Herkunftsländern verstärkt Gründe für Asyl in Deutschland vorliegen, sind die Beitrittsverhandlungen unverzüglich einzustellen. Denn es kann nicht sein, dass mit Staaten wie zum Beispiel der Türkei über einen EU-Beitritt verhandelt wird, der jetzt schon mit Milliarden Transferleistungen aus Brüssel nach Ankara unterfüttert wird, dass diese Menschen hier einen Anspruch auf Asyl haben können sollten, der hier durch 5 Instanzen geprüft und durchgeklagt wird. Und dann kommt es noch zu Folgeanträgen. Das darf nicht sein. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das, was momentan in Deutschland, in Remscheid, in Wuppertal, in Berlin, in Hamburg, in allen Städten und auch in Europa passiert mit dieser Flüchtlingswelle, das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir hier ein Problem grundsätzlich mit Flüchtlingen haben. Wir wissen alle ganz genau, jeder Mensch, der um sein Leib und Leben fürchtet, hat selbstverständlich nach unserem Grundgesetz das Recht, hier bei uns Schutz zu suchen. Hau ab, 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 hau Wir kommen wieder!